Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr heute wieder hier eingeschaltet haben bei unserer Sendung auf Biber 12324 TV, eurem Teletrolling-Sender, der die wichtigsten Innovationen aus dem ganzen Neuland zusammenträgt und euch exklusiv hier präsentiert und zum Kauf anbietet. Auch heute haben wir natürlich wieder eine super Sache. Das ist ein wahrer Meilenstein der Ingenieurskunst. Das hat die Welt so noch nicht gesehen. Und zwar geht es im Prinzip um das hier. Ja, das sind ja Handy-Ladegeräte. Ach, was sage ich, die Biester sind heute ja überall. Aber, wie wir heute lernen werden, die Dinger hier, die sind eigentlich für den Schrott. Aber was sage ich, ich habe mir extra dafür, dass wir jetzt hier rauskriegen, was damit los ist, Verstärkung geholt. Ja, das hier ist Viktor. Hallo Viktor. Ja, moje Damian. Ja, Viktor, das ist der europäische Vertriebsleiter der Ochnö Hardware GmbH UG Haftungsbeschränkt. Und das sind die Entwickler von dem Teil, was wir heute sehen werden. Richtig, wir haben lange dran gearbeitet, aber jetzt können wir endlich unseren Hypercharger in begrenzter Stückzahl da ausliefern. Ja, Viktor, jetzt hast du es ja schon gesagt, Hypercharger, das soll unser heutiges Thema sein. Also im Prinzip ein Ladegerät, oder? Richtig, unser Hypercharger, der kann laden. Das ist aber nicht einfach nur so ein Ladegerät. Das ist wirklich ein Hypercharger. Das heißt also, der kann viel mehr als das Ding, was Sie da haben. Okay, das heißt also, mein Handy-Ladegerät, was ich habe, ist schlechter als der Hypercharger, den wir heute hier haben, richtig? Richtig. Siehst du, Damian, dein Handyhersteller, das ist ja ein Handyhersteller. Handyhersteller, die stellen Handys her. Die haben überhaupt keine Ahnung von Netzgeräten. Ja, Viktor, jetzt wo du das so sagst, das ist natürlich auch logisch, dass ein Handyhersteller keine Netzteile gut bauen kann. Da habe ich so nie drüber nachgedacht, aber ist natürlich ein sehr guter Hinweis und gut, dass es dann so spezielle Ladegeräte gibt, wie den Hypercharger, den wir auch heute vorstellen. Aber jetzt mal ehrlich, Viktor, mein Ladegerät, das lädt das Handy doch. Richtig, aber Junge, du musst mal gucken, wie lange lädt denn dein Handy, wie lange braucht denn das? So eine Stunde würde ich schätzen, etwa? Richtig, viel zu lang, ne? Und das geht besser, ich sage euch. Kleines Geheimnis, unser Hypercharger, der kann das auch besser. Der lädt nämlich alles viel, viel schneller und ist viel praktischer. Das ist ja Wahnsinn, Viktor. Das heißt, ich kann im Prinzip hingehen, kann irgendwo mein Handy holen und wenn das leer ist, gehe ich einfach kurz beim Hypercharger vorbei, stecke das ein, zähle bis 10 oder so, stecke wieder aus und kann mit dem vollen Handy weitergehen. Voller Akku? Richtig. Unglaublich, Viktor. Und du hast ja auch gerade gesagt, das Ding wäre praktischer. Das heißt, den Hypercharger kann ich dann auch auf Reisen oder so benutzen? Richtig, aber nicht nur da. Du musst mal gucken, Damian. Wir sind momentan in der Energiewende. Das heißt, alles, was irgendwie mit Energie zu tun hat, das geht demnächst mit Strom. Und dafür werde jetzt überall diese schöne neue Steckdose gesetzt. Ne? Du meinst jetzt diese runden roten, mit denen ich auch mein E-Auto laden kann, oder? Richtig, und hast du schon mal probiert, dein Ladegerät in so eine Dose reinzustecken? Das ist ziemlich wackelig. Ja, Viktor, gut, dass du das sagst. Und wir haben natürlich ja schon mal was vorbereitet. Ich habe hier mal so eine Steckdose. Die kennt ihr sicher, habt ihr bestimmt heute überall zu Hause im Wohnzimmer, im Bad, wo man halt überall Strom braucht. Und natürlich auch an den neuen Powerbanks. Die haben ja inzwischen auch diesen Stecker. Aber auch wenn das ein Standard ist, naja, wenn wir uns das hier mal angucken, da sind viele, viele Löcher drin. Und wenn wir jetzt mal so ein Standardladegerät holen, naja, klar, das passt hier rein, aber man muss ja zum einen wissen, wo muss das überhaupt rein, ne? Und wenn wir das hier reinstecken, das funktioniert zwar jetzt, aber ihr seht, das wackelt ganz schön. Und wenn ich jetzt hier irgendwie an der Dose wackel, dann fällt das einfach raus. Das heißt, die hier sind ja wirklich Murks und eigentlich will man ja ein Ladegerät haben, was diesen neuen Stecker hier hat, der auch zu neuen Steckdosen passt, oder? Richtig. Und unser Hypercharger, der hat den neuen Stecker. Brillant, Viktor. Das heißt, den kann ich dann direkt da einstecken? Richtig. Aber nicht nur bei dir daheim. Der kannst du auch unterwegs, überall. Wenn dein Handy leer ist, denke mal nach. Du bist da irgendwo unterwegs, Handy leer, guck mal in der Tiefgarage. Die hängen überall. Oder auch unterwegs. Guck mal beim Camping, das geht da auch. Hundertprozentig. Auf den Campingplätzen, da stehen ja immer diese riesen Geräte, so große Kisten, die machen irgendwie sehr laut Krach und die haben auch diese Dosen hier dran. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr irgendwie campen fahrt, steht meistens irgendwie ein Schild drauf, C3 Power oder sowas. Richtig.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben jetzt schon sehr viel über den Hypercharger gehört und keine Angst, wir werden Ihnen den gleich auch noch zeigen. Wenn Sie aber jetzt schon interessiert sind, dann rufen Sie jetzt sofort bei uns an, bestellen Sie sofort den Hypercharger, nur heute zum Biber-Sparpreis und denken Sie immer dran, wir haben nur eine begrenzte Stückzahl, nicht weitersagen, bevor Sie gekauft haben, die sind ganz schnell weg, nur heute haben Sie die Möglichkeit, die zu erhalten. Und jetzt gucken wir uns das Ding mal an. Der Hypercharger ist das einzig wahre Dreiphasen-USB-Ladegerät. Heute zum Angebotspreis und nur bei uns. Keiner der überlebenden Kunden hat sich beschwert oder über Explosionen berichtet. Versprochen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und da ist er, der einzig wahre Hypercharger. Das ist also euer Produkt. Richtig. Das ist unser Hypercharger. Und wenn man mal guckt, der hat da den neuen Stecker auf der einen Seite und USB auf der anderen. Das heißt, ich kann jetzt hier dran auch im Prinzip mein Handy laden. Richtig, aber nicht nur Handy. Du kannst damit ja alles laden im Prinzip. Ne? Ich daheim zum Beispiel, ich habe da meinen Weihnachtsbaum dran. Das ist ein riesen Ding. Das kannst du mit dem normalen Ladegerät nicht machen. Phänomenal, würde ich sagen. Und ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir verkaufen Ihnen hier natürlich nicht irgendwelchen Blödsinn, sondern wir setzen den selber hier bei Biber12324 ein. Unser Kameramann Florian da hinten hat zum Beispiel einen Hypercharger an der Kamera dran. Sie sehen also, auch bei so hochprofessionellen Equipment ist das überhaupt kein Problem, hier so einen Hypercharger einzusetzen. Und jetzt mal ehrlich, Viktor, mit so einem Baumarktteil oder einem Ladegerät aus dem Discounter, da könnte man doch sicher nicht so eine Kamera betreiben, oder? Richtig, die haben einfach nicht die Qualität von so einem Hypercharger. Wir haben viel besseres Material, wir haben echte deutsche Wertarbeit, wir haben sogar Mitarbeiter da dran sitzen, die waren mal in der Schule. Sensationell, Viktor. Aber jetzt habe ich doch mal eine kleine Frage. Und zwar, wir reden jetzt die ganze Zeit davon, dass wir laden können oder Sachen betreiben können. Aber wenn wir da hinten mal in die Liste gucken von den Features, da steht ja auch noch was von einer Heizfunktion. Was hat es denn damit auf sich? Kann das Ding etwa auch warm werden? Richtig, weißt du, Damian? Eigentlich, das hatte mir überhaupt nicht auf dem Plan. Wir haben das Ding fertig gebaut und dann ist uns aufgefallen, naja, wenn man so schnell lädt, da kommt unweigerlich Hitze raus. Das ist halt so. Ne? Und dann haben wir geguckt und geguckt, aber dann ist uns aufgefallen, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Denk mal nach, wenn du unterwegs bist, willst dein Handy laden, steckst das dann in der Tiefgarage ein oder so und dann ist so Wetter hier wie da draußen, der soll ja nicht festfrieren. Ne? Und hier so, da friert er nicht fest und du kannst dir gleichzeitig noch die Hände wärmen. Oder daheim dann die Heizung entlasten. Das ist bei den aktuellen Gaspreisen ja auch eine ganz sinnvolle Idee, oder? Richtig. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der absolute Wahnsinn, dieses Teil, das ist wirklich einmalig. Und ich hoffe, dass Sie schon bestellt haben, denn unsere Lager, die leeren sich rasant. Und ich kriege gerade von der Regie gesagt, dass wir offenbar eine Zuschauerfrage haben. Dann gucken wir doch mal, was wir haben. Ich habe eine Frage, ja, tatsächlich von John Mastodon, der würde gerne wissen, wie das ist, wenn man zu Hause nur die alten Steckdosen hat, also diese neuen roten noch nicht da sind. Was macht man denn dann? Richtig, also prinzipiell, ja, das geht. Also, können Sie machen. Sie müssen allerdings ein bisschen was vorbereiten. Am besten ist es natürlich, wenn Sie zu Ihrem Elektriker gehen und ihm sagen, dass Sie überall die neue Steckdose hier haben wollen. Also hier sowas überall einbauen lassen. Das ist zukunftssicher. Das ist erweiterbar und das ist wirklich das Beste, wo es gibt. Das ist quasi Standard. Wenn das aber jetzt nicht gehen sollte, weil der Elektriker kein Bauteil hat oder sowas oder keine Zeit oder keine Lust, dann gucken Sie mal, das habe ich auch gemacht. Es gibt so Adapter, oder die kann man sich bauen. Da hat man auf der einen Seite den alten Stecker und auf der anderen den neuen. Das funktioniert einwandfrei. Das ist ein bisschen komplizierter, aber gehen Sie einfach mal zum Elektriker, fragen Sie, sagen Sie einfach, der soll sowas bauen. Vielleicht kennt das nicht, müssen Sie ein bisschen erklären. Dann hier, rote Steckdose auf der einen, der alte Stecker auf der anderen. Einfach sagen, der freut sich bestimmt. Umwerfend, ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Weltneuheit, die ist wirklich einmalig und ich kann jedem nur raten, jetzt sofort anzurufen und dieses Ding zu kaufen. Kaufen, 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 kaufen. So, dann schauen wir doch gleich mal, wie das Ding aufgebaut ist und ja, was hier für Sachen drinstecken, die man nicht nachmachen sollten. Wie man eventuell schon erkennen konnte, das ist hier so ein Starkstromstecker. Genauer gesagt ist das ein 32 Ampere 6H.
6H bezieht sich dabei darauf, wo hier diese Notch ist. Also das ist im Prinzip eine Art, wie man die Stecker kodiert. Wie schon gesagt, das Ding ist Starkstrom bzw. Drehstrom oder was auch immer man das nennen will. Das heißt, wir haben hier drin 5 Pins. Einer ist ein bisschen dicker, das ist die Erde. Und die anderen, das sind die einzelnen Phasen. In Deutschland hat man meistens 3 Phasen, die ins Haus kommen, plus der Neutralleiter. In der Steckdose, da ist das natürlich ein bisschen anders, da haben wir ja nur 3 Pins. In Steckdosen haben wir die Erde, also PE-Schutzerde. Dann haben wir den Neutralleiter. Und wir haben in den Steckdosen üblicherweise eine von den Phasen. Und in den meisten Fällen wird es so gemacht, dass man über die Räume oder so die Phasen verteilt, sodass sich die Last dann ein bisschen verteilt. Wichtiger Unterschied dabei ist, zwischen Phase und Neutralleiter, da haben wir 230 Volt. Zwischen 2 Phasen haben wir allerdings eher so 400 Volt. 400 Volt geht natürlich nicht mit so einem Standardnetzteil. Das heißt, hier habe ich mir einfach den Trick erlaubt. Und im Prinzip das wie eine normale Steckdose angeschlossen, also 230 Volt. Ja, ansonsten, was haben wir noch hier? Wir haben hier hinten, wie wir sehen, eine USB-Buchse. Die können wir uns auch genauer anschauen, wenn wir das Ding ein bisschen weiter zerlegen. Da ist nämlich aktuell noch nichts drin. Diese USB-Buchse, das ist hier einfach so eine Snap-in-Einbaubuchse. Die ist normalerweise mit einem langen Kabel und an der anderen Seite ist ein Stecker dran. Und wie man sehen kann, ich habe hier einfach mit dem 3D-Drucker mir so einen Ring gebaut, der dann hier hinten, da wo normalerweise dieser Würgenippel heißt das Ding, drin sitzt, da passt das rein und dann geht das auch nicht mehr raus. Einziger Nachteil, wie wir hier sehen können, es gibt nichts, was den vom Drehen irgendwie zurückhält. Ich hätte entweder hinten noch eine Nase drucken können, die dann hier unten reingeht, in dieses Teil hier. Ich habe es hier am Ende dann einfach mit Kleber gemacht. Das war dann einfacher. Ansonsten vorne im Bereich haben wir einfach nur diesen Anschlussblock. Wir sehen hier auch die Beschriftung L1, L2, L3 und N und dann hier der PE. Das Ganze geratet bis 500 Volt. Da kommen wir mit unserem Netz dann auch hin. Gerade nochmal außen drauf gucken, was wir hier an Informationen haben. Hersteller ist ein Mennekes-Stecker, der ist halt gebraucht, irgendwo rausgefallen und zu schade zum Wegwerfen, deswegen liegt er jetzt hier. 3P plus N plus Erde und hier oben steht was von 220 bis 380 und 240 bis 415 Volt. Das sind halt die Spannungen. Ihr kennt das ja eventuell auch von Geräten. Früher hatten wir in Deutschland ein 220 Volt Netz, dann 230, allerdings kann es bis 250 hochgehen. Und genauso ist das natürlich auch zwischen den Phasen, das kann ein bisschen abweichen. Früher waren es 380 Volt, heute sagt man meistens 400, 410 Volt. Es kommt halt immer drauf an, wie gerade das Netz aussieht. Gut, fehlt natürlich noch Innenleben und eventuell habt ihr das ja schon, wo ist das Typenschild hier gesehen. Das Ding ist Quick Charge 3. Das steht nicht nur drauf, sondern das kann er tatsächlich, nämlich 5 Volt, 9 Volt und 12 Volt. Das hat einen relativ einfachen Grund, warum der das kann. Das sind nämlich Netzteile, die ich gerne aufgebe, nämlich diese hier. Das ist ein dreckiges Netzteil, wie wir sehen. Qualcomm Quick Charge und hier unten haben wir nochmal die Werte. Modell ist 13-3. Eingang von 100 bis 240 Volt, 50, 60 Hertz, halbes Ampere und Ausgang 5 Volt, 3 Ampere, 9 Volt, 2 oder 12 Volt, 1,6 Ampere. Und warum ich den hier zerlege, ist relativ einfach. Es gibt leider so eine typische Krankheit von hier diesen Quick Charge Netzteilen. Ich habe die inzwischen von 4-5 unterschiedlichen Herstellern und alle haben das Problem, dass wenn man damit lädt, die Dinger relativ flott überhitzen und dann gehen die in so einen Hiccup Mode, das heißt, die laden eine Zeit lang, überhitzen, schalten aus, kühlen wieder ab, laden dann wieder eine Zeit lang und das ist dann natürlich relativ unspaßig. Gut, gucken wir mal, wie wir das Ding hier auseinander bekommen. Im Zweifelsfall müssen wir hier irgendwie gucken, dass wir eine Zange ansetzen oder einen Hammer. Ich gehe fast davon aus, dass hier oben irgendwie was dahinter sein könnte, dass das ein Label ist oder so. Und wir brauchen halt nur das Innenleben, denn das komplette Netzteil passt definitiv nicht vollständig in das Gehäuse.
Es gelten im Übrigen die üblichen Sicherheitshinweise. Ich weiß, sie kommen jedes Mal, aber sie sind auch jedes Mal immer noch richtig. Wenn so ein Ding auseinandergebaut wird, nur weil es ausgesteckt ist, heißt das nicht, dass es ungefährlich ist. Da können noch Kondensatoren drin sein, die geladen sind. Und das macht Aua. Allgemein, denke ich, sollte klar sein, dass das hier nichts ist, was man zu Hause nachmachen soll. Das ist einfach nur, nennen wir es mal Kunst. Denn gerade in dem roten Stecker, den wir eben haben, wie gesagt, da ist mehr drin als in der Steckdose. Und eine Steckdose kann euch schon umbringen. Also hier nochmal besondere Vorsicht notwendig. Okay, da haben wir es auch schon. Hier haben wir die Platine. Hier unten sehen wir, hier sind noch die Pins drin von unserem Stecker. Den brauchen wir nicht mehr. Und das hier ist unsere eigentliche Schaltung. Können wir mal schauen, was wir hier so alles sehen. Wir sehen hier den Eingang. Haben am Eingang hier einen Widerstand. Braun-schwarz, gold-gold-schwarz. Das wird wahrscheinlich gleichzeitig auch als Sicherung dienen. Auf der anderen Seite haben wir den Brückengleichrichter, den Full Bridge Rectifier. Einen entsprechenden Kondensator in der Mitte. Was haben wir hier? 400 Volt wahrscheinlich bei 10 Mikrofarad. Das ist unser Bulk. Das heißt also, der Spannung kommt rein, wird gleichgerichtet, hier drin gespeichert. Dann kommt der jetzt zum Einsatz. Das ist ein kleiner Chip und der scheint sogar beschriftet zu sein. Das ist ein LY2003. Das wird irgendeine Art von Primary-Regelung für Step-Down sein. Das heißt, der spaltet jetzt die Spannung, die wir gespeichert haben, auf. Da gibt es dann irgendwo wahrscheinlich noch einen MOSFET. Nein, es gibt keinen MOSFET. Okay, das wundert mich jetzt. Dann ist der MOSFET da offensichtlich eingebaut in diesem Ding hier. Jedenfalls, der zerstückelt das Ganze auf eine höhere Frequenz, gibt das auf diesen Übertrager hier. Einfacher Grund, je höher die Frequenz, desto kleiner kann der hier sein. Mit den 50 Hertz Wechselstrom, die wir im Netz haben, müsste der hier relativ groß sein. Das hier dann deutlich höher, ein paar Kilohertz oder sowas. Und entsprechend kann der hier kleiner ausfallen. Der gibt das dann auf die Sekundärseite. Auf der Sekundärseite haben wir dann nochmal einen kleinen IC. Das wird wahrscheinlich für die Aushandlung oder so sein. Irgendwie wird hier auf jeden Fall aber auch ein Feedback generiert. Das heißt also, wenn wir unsere Spannung, die wir brauchen, haben, dann wird hier über diesen Optokoppler, ohne dass eine elektrische Verbindung besteht, hierhin ein Signal zurückgegeben, was dann sagt, okay, hab genug Spannung, kann's aufhören. Und auf der Ausgangsseite selber haben wir dann auch nochmal einen Kondensator, der speichert die Ausgangsspannung. Wie gesagt, ein kleiner IC, der wahrscheinlich dann auch diese ganze Quick-Charge-Aushandlung macht. Und wir sehen hier eine sehr, sehr große Diode, die wird wahrscheinlich irgendwie das, was hier rauskommt, gleich richten, denn der Übertrager hat natürlich auch erstmal nur Wechselstrom. Was hier wichtig ist, das ist der hier noch, das ist ein CY, das ist ein Entstörkondensator und die sind bei günstigen Netzteilen gerne mal ein Problem. Die haben dann nicht das richtige Rating, nicht die richtige Sicherheit und das Problem ist, wenn der durchschaut, dann habt ihr im Zweifelsfall auf eurer USB-Buchse Netzspannung anliegen und das ist nicht gut, weil, ja, gefährlich und so. Hier können wir hier irgendetwas sehen. 222, ein KV, da steht nichts von Y. Also ich gehe nicht davon aus, dass der hier unbedingt so sicher ist. Bisschen schade, dass man da auch was gemacht, was zum hat. Warum ich dieses was zum sage, hier unten haben wir auch noch ein 222 mit einem Kilovolt. Und ich weiß nicht, ob es auf der Kamera sichtbar ist, aber da fehlt ein Teil. Okay. Ich nehme das so zur Kenntnis. Na gut, das ist auf jeden Fall die Schaltung, die dann hier in unser Ding rein soll. Sinnvollerweise so, dass es nichts anderes anfasst. Wie gesagt, das kann sonst sehr schnell sehr laut und mit sehr viel Rauch ausgehen. Ja, von der Verkabelung muss ich natürlich ein bisschen gucken. Hier gerade einfach die Verlängerung einstecken und das hier reinmachen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn wir gucken. Das ist ja alles relativ knapp, bis ungefähr hier hingehen. Die Anschlussblöcke hier vorne. Das heißt also, wir haben da ohnehin nicht so viel Platz. Das heißt, ich werde wahrscheinlich das Kabel hier abschneiden und direkt hier unten an die Pins dran löten. Das wäre Nummer 1. Nummer 2 ist, wir brauchen ja noch die Stromversorgung. Das heißt, hier vorne an die beiden löte mal Kabel dran, die dann hier vorne hingehen.
Was ich wahrscheinlich auch noch machen werde, ist hier von der Schirmung mir ein Kabel ziehen und an den PE machen, einfach nochmal als zusätzlicher Schutz. Ob das was bringt, steht natürlich auf anderer Stelle. Ich meine, ja, es erdet auf jeden Fall schon mal. Aber wenn ich mich richtig entsinne, ist, glaube ich, bei hier diesen Steckern noch nicht mal ein FI vorgeschrieben. Das heißt also, ja, wie gesagt, das hier ist wirklich nur zum Trollen und man sollte das definitiv nicht irgendwie dauerhaft nutzen oder nutzen überhaupt, ohne da Sachen sehr, 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 sehr ausführlich vorher zu messen. Nun gut, ich nehme mir mal hier mein Käbelchen, zwick das passend ab und dann gehen wir mal hin und bauen das hier schon mal da hinten dran. Und dann machen wir mal die Kurzfassung hier, während ich im Hintergrund am Basteln bin. Als erstes musste natürlich die USB-Buchse raus. Wie gesagt, einstecken ist ja eh nicht drin. Hat sich ein bisschen gewehrt, weil die Pins halt auch relativ klein sind, aber mit so Lötnadeln geht das dann doch relativ flott. Hab dann entsprechend die Kabel dran gemacht von der externen USB-Buchse. Pinout natürlich beachten, im Zweifelsfall einmal durchpiepen. Zur Primärseite, auch da sind dann Kabel dran gelötet worden. Ja, ich weiß, ich habe N und L vertauscht. Und was ich auch gemacht habe, ist den PE auf die Schirmung gelegt. Original war das nicht der Fall, aber da hatten wir auch keinen PE. Und wenn man hier schon haben, dann schleift man den durch, haben wir noch ein bisschen mehr Sicherheit. Zumindest, wenn ein FI im Spiel ist. Danach kleiner Testfit, Deckel drauf, passt alles. Und ja, danach habe ich es nochmal aufgemacht, habe es in Isoband eingewickelt, habe es auch nochmal verklebt, sodass sich da definitiv nichts drin bewegen kann. Auch wenn eigentlich da Stege dazwischen sind und nichts passieren können sollte. Okay, zusammengebaut ist, Kleber ist soweit getrocknet, dann gucken wir mal, ob wir keinen allzu groben Unfug gemacht haben. Also, ja, was war das? Okay, erstmal Durchgangstest, nur um sicher zu gehen, dass hier innen drin nichts ist. Wir haben hier den dicken, das ist die Erde, die dürfte nirgendwo in Verbindung haben. 1, 2, 3, 4, okay, und die anderen hier eventuell, nein. Okay, das sieht alles sehr gut aus. Was wir haben dürften, ist von Erde eine Verbindung zu unserem Schirm hier hinten, von der USB-Buchse. Ja, haben wir, aber sonst keine. Gut, also zumindest mal keine offensichtlichen Kurzschlüsse, aber sicher ist sicher. Ich habe hier eine passende Gegenstelle, wie man sieht, die ist nur eine Faser angeschlossen und die Faser habe ich aktuell in der Hand, also erstmal kein so großes Problem. Jetzt gerade mal gucken, wie rum gehört das hier eingesteckt, so rum. So. Okay, jetzt haben wir dann hier nämlich ein bisschen bessere Möglichkeiten, auch was dran zu machen. Und das Erste, was wir machen, ist jetzt das Ganze gegen Erde zu prüfen. Das heißt, wir nehmen uns den, schieben den hier mal gegen den Erdanschluss und prüfen mal, dass wir zwischen den beiden Neutralleiter und Phase, die wir hinten haben, keine Verbindung Richtung Erde haben, denn das wäre schlecht. Ja, und das sind über 20 Megaohm, das passt. Und just to be sure, einmal hier gegen den L2 und L3 oder wie sie hier noch heißen, RS und T, die alten Bezeichnungen, auch über 20 Megaohm und last but not least die hier und auch da haben wir mehr als genug. Okay, damit ist prinzipiell das Ding zumindest mal in einem Zustand, wo es nicht direkt explodieren dürfte. Was ich jetzt allerdings mache, ist den dann an den Trenntrafo auch, aber hauptsächlich an einen Variac hängen, wo ich die Spannung langsam hochdrehen kann, dann gucken, was passiert. An die USB-Buchse hänge ich dann noch so einen USB-Meter. Dann gucken wir einfach mal, was denn da rauskommt. Theoretisch sollten wir einfach nur USB am Schluss haben. Also Variac langsam hochgedreht und interessanterweise so bei 40 Volt passierte schon das hier. Ja, es kam schon USB-Spannung raus. Also weit entfernt von den 100 Volt Minimum, die das Ding braucht. Ist natürlich die Frage, ob er das bei Last dann auch hinbekäme, aber hey, Leben ist da und auch zumindest kein Rauch oder Explosionen. Und entsprechend dann auch nicht wirklich verwunderlich hochgedreht bis 230 Volt, 240 und die Ausgangsspannung 5,2 Volt plus minus ein bisschen. Klingt gut. Ja, das war also der Hypercharger. Wohl das Ding mit dem größten Do Not Try This at Home Faktor, was wir hier so, soweit ich mich entsinnen kann, hatten. Denn das Ding sollte man wirklich nicht nachbauen. Und das hat viele Gründe. Ja, prinzipiell, es klappt. Wenn man das Ding einsteckt, kommt hier hinten USB raus. Das ist richtig. Da kommen 5 Volt raus.
Aber, naja, zum einen, man hat keinen Vorteil. Nur weil hier ein größerer Stecker dran ist, ist das Netzteil ja immer noch dasselbe. Das heißt also, die Leistung, die hinten rauskommt, ist vollkommen identisch mit dem, was wir vorher hatten, dass hier die normale Schuko-Steckdose kommt. Außerdem sollte man es natürlich nicht machen, denn auch wenn es hier funktioniert, der Stecker hier, der hat ein bisschen mehr Dampf. Das hier ist zum einen, wie wir ja gesehen haben, 32 Ampere. Eine normale Haushaltssteckdose hat üblicherweise maximal 16. Das heißt, wir haben, wenn was schief geht, schon mal die doppelte Energie, die da im Prinzip reinkommt. Oder? Ja, nee, wir haben ja alle drei Phasen hier. Das heißt, zum einen, wir können entweder sagen, wir haben 3 mal 230 Volt mal 32 Ampere. Oder wir sagen, okay, wir rechnen mit den 400 Volt, weil wir zwischen die Phasen gehen können. Naja, long story short, bei einer normalen Steckdose, wenn Worst Case ist und hier irgendwie alles durchgeht, hat man dreieinhalb, ein bisschen über 3,5 Kilowatt, die da ja, Schaden anrichten können. Hierbei sind es 22, also mehr als das Sechsfache, was wir hier an möglicher Leistung haben, die Schaden verursachen kann, wenn was schief geht. Das sollte schon mal ein sehr großer Grund sein, dass man das nicht sollte. Außerdem, wie gesagt, ich meine mich dunkel zu entsinnen, dass es immer noch keine FI-Pflicht gibt. Und ich würde auch sehr darauf schätzen, dass an den meisten Stellen, wo die hier verbaut sind, schon länger auch nichts nachgerüstet wurde. Das heißt also, ihr habt ein deutlich niedrigeres Sicherheitsniveau. Und last but not least, man möchte es auch nicht benutzen. Denn, naja, das, was ich hier eingebaut habe, das Ding war ja wirklich nur als Gag gedacht. Das ist ja dieses Netzteil, was ich auch gezeigt hatte, was angeblich Quick Charge kann und so, aber halt überhitzt und naja, entsprechend, wenn man hier was dran steckt, naja, lange wird es nicht laden, weil irgendwann das Ding überhitzt und in diesen Hiccup-Modus geht und das Gerät lädt dann nicht sinnvoll. Also von daher macht es auch ohnehin keinen Sinn, verliert man sehr schnell den Spaß dran. Ja, am Ende, auch wenn ich es hasse, es zu sagen, rein technisch tut's, was es soll. Leider.